Am 14.12.2022 war es soweit, der Mid-Season-Patch ist rausgekommen zu Modern Warfare 2 und hat viele Veränderungen mitgebracht. Dieses Season 1 Reloaded-Patch hat auch DMZ durcheinander gewirbelt. Und mir fällt auf, dass immer noch viele Leute gar nicht wissen, was eigentlich passiert ist. Die ganzen Neuerungen und wichtige Sachen wie Teamwiederbelebungen, Preisveränderungen, Änderungen der Anzahl der Spieler auf der DMZ-Map, Almasra und so weiter und so fort. Also viele, viele auch wichtige Sachen, wo teilweise in den Patch Notes standen, teilweise aber auch nicht in den Patch Notes standen. Deswegen jetzt einmal einen Rundumschlag, alle Infos zum Mid-Season Patch Reloaded 1 zu DMZ. Fangen wir direkt an mit der Map Almasra und zwar haben sich hier einige Dinge verändert. Das allererste sind mal die Spawnpunkte. Spawnpunkte sind hinzugekommen und zwar größtenteils in der Mitte der Karte, sodass praktisch diese Spawn Rushs, also dass man einen gegnerischen Spawn direkt angreifen kann, rechts und links von sich, jetzt viel, viel weniger werden und man, wenn man ins Landesinnere reinrennt, vielleicht auch mehr aufpassen muss, dass einem doch ein Spieler entgegenkommt, weil er einen Spawnpunkt in der Mitte der Karte erwischt hat. Gleichzeitig wurde die Anzahl der Spieler verändert und zwar von 66 Spieler in DMZ auf Almasra auf 60 Spieler. Das ist eine Verringerung von 10%. Wer jetzt sagt, ja gut, 6 Spieler ist nicht viel. Doch, es ist sehr viel. 10%, man muss sich so vorstellen, die Heatmap, die die Entwickler sehen, wo die Spieler hochfrequentiert hinlaufen, die wird jetzt stark runtergehen. 10% Reduzierung ist doch eine Menge. Und wir werden sehen, wie sich das ganz konkret im Spiel auswirken wird. Entkommt man von der Map und macht einen Auftrag erfolgreich zu Ende, bekommt man einen Perk als Belohnung bei der Extraction. Und zwar sind hier 10 Perks zu bekommen, also 10 Extraktionen mit 10 Aufträgen geben 10 Perks. Wenn man stirbt, ist alles weg. Wenn man nur extracted, kriegt man keinen Perk dazu. Diese Perks, die man bekommt, sind zufällig. Hier wird es besonders interessant, weil hier 5 sehr, sehr starke Perks dabei sind. Wenn ihr einen davon erwischt, dann ist es schon sehr, sehr geil. Dann solltet ihr schon relativ glücklich sein mit diesen Perks. Und zwar ist hier Plünderer mit dabei, also dass ihr Munition vom Gegner aufsammeln könnt. Dann ist Geist dabei, dass ihr nicht mehr sichtbar seid auf Radarstationen. Aber vor allem auch über dieses Fernglas, wo man Gegner spotten kann. Damit seid ihr nicht mehr sichtbar, was sehr, sehr stark ist. Eiltempo, also doppelte und längere Taktik-Sprint-Möglichkeiten. Dann das Zusammenflicken. Ihr regeneriert euch, wenn ihr eine Platte einpackt direkt. Beziehungsweise wenn ihr einen Gegner erschießt, dann schadet auch sofort eure Lebensregeneration, also es gilt aber nur für Spielerkills und flinke Hände, also doppelt so schnell Nachladen eures Magazins. Extrem starke Perks im DMZ-Modus. Dass man die Perks braucht, zeigt auch, dass die AI härter geworden ist. Und zwar ist es so, dass Ravensoft einen Fehler eingeräumt hat. Ich finde hier eine super geile Kommunikation von Ravensoft. Sie haben gesagt, ja, die AI, also die KI, also die Bots sollten härter werden, das stimmt schon, aber nur für einen speziellen Bereich. Ein Fehler im Spiel hat jetzt aber dafür gesorgt, dass alle KIs, alle Bots stärker geworden sind. Das heißt, momentan kämpft ihr gegen Bots, die sozusagen so stark sind, wie sie für einen speziellen Bereich sein sollten. Ja, welcher Bereich könnte das wohl sein? Entweder sind es die neuen Festungen, die kommen sollen, oder es geht hier um Gebäude 21, dass hier die Elite-Einheiten sozusagen nochmal einen anderen Algorithmus bekommen haben. Kommen wir auch direkt zu Map 21, zu Gebäude 21. Und zwar ist diese neue Map mit in den Patch reingekommen. Am ersten Tag war es noch nicht verfügbar. Und jetzt gerade, während ich die Aufnahme mache, tatsächlich, also jetzt am 19.12. gegen 21 Uhr, ist gerade die Map freigegeben worden. Also ein paar Tage nach Mid-Season-Patch. Und zwar ist es so, dass auf dieser Map die stärkste KI unterwegs ist. Und ihr müsst wirklich gucken, dass ihr vorbereitet in diese Runden reingeht. Vorbereitet heißt entweder mit Plattenträgern, also Zweier- oder Dreier-Plattenträger, Wiederbelebung, guten Teammates, guten Loadout-Waffen. Ich empfehle hier übrigens auch eine Shotgun. Solche Sachen kann man hier spielen, weil alles Close Combat ist im kurzen Bereich. Also Gebäude 21 ist kein Spaß und es wird auf jeden Fall gefährlich, aber auch gleichzeitig sehr, 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 sehr spannend zu sein, sehend sein, was hier alles zu entdecken ist, welche Geheimnisse hier auf uns warten. Also ab sofort Gebäude 21 verfügbar als erste, zweite Map. Was den Zugang angeht, wir kriegen Keys für Gebäude 21. Das sind einmal die Zugangskeys, DRC, Gebäude 21 Schlüssel. Die kann man jetzt schon farmen und horten. Und wenn Gebäude 21 freigeschaltet wird, direkt reingehen. Außerdem gibt es eine rote und eine blaue Keycard, von der wir momentan wissen. Gerüchte sagen, es gibt noch eine grüne und eine schwarze. Ich selber habe es noch nicht gesehen. Ich habe schon einige Keycards gefarmt. Aber weder ein Bild gesehen noch irgendwas anderes. Wenn einer von euch irgendwelche Informationen hat über weitere Keycards, gerne her damit. Auf der Almasra-Map dagegen sind noch weitere Icons hinzugekommen, und zwar einmal die Fortress und die Elite-Fortress. Diese sind auf der Map noch nicht sichtbar. Wir werden sehen, wann die kommen. Vielleicht wird das auch zeitgleich mit Gebäude 21 kommen. Die Buy-Stations haben eine bessere Sortierung bekommen. Hier sind einmal die Items getrennt worden, die endlich sind, gegenüber von denen, die sozusagen unendlich sind, die man endlich oft kaufen kann. Sehr, sehr schön zum Orientieren.
Auch bei der Loadout-Weapon, die man mit reinnehmen kann, haben sie die Zeit verändert. Also hier haben wir jetzt eine Stunden-, Minuten-, Sekundenanzeige, vorher war es nur Minuten. Ich finde das so wesentlich einfacher zu erkennen, wie hoch der Cooldown ist. Was sie auch geändert haben, sind die Plattenträger. Und zwar bekommt ihr jetzt direkt 3 Platten in den 3er-Plattenträger und nicht vorher, wie vorher nur 2 Platten. Also eine sehr, sehr tolle Veränderung, so wie es sein sollte. Ihr habt eine 3er-Plattenweste, ihr startet jetzt mit 3 Platten. Eine der geilsten Änderungen überhaupt sind die Waffenspeicherplätze. Jede Waffe hat jetzt 5 Speicherplätze, das heißt, ihr könnt eure Waffe modifizieren, sozusagen so, wie ihr sie spielen wollt, und dann das Bild abspeichern. Und zwar für jeden Waffenslot gibt es 5 Speicherpunkte, das heißt, ihr könnt jede Waffe in 5 verschiedenen Varianten abspeichern. Sehr, 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 sehr geil. Zum Beispiel für die Victus einmal eine Explosivmunitionsvariante und einmal eine richtige schöne Sniper-Variante für weite Entfernungen und so weiter. Da könnt ihr euch eurer Fantasie freien Lauf lassen. Also, geil. Weniger geil dagegen ist der Box-Nerf, also der Loot wurde genervt, der orangenen Boxen. Nicht der Inhalt der orangenen Boxen, sondern die Anzahl der orangenen Boxen wurde extrem stark zurückgenommen. Zum Beispiel am Flughafen ist es besonders auffällig, alle Boxen, die außen lagen, unter dem, also im Keller, in der Tiefgarage, im Untergeschoss, die sind alle weg. Aber sobald man das Gebäude betritt, findet man wieder üblicherweise die orangenen Boxen, auch da, wo sie vorher waren, da ist alles beim Alten. Aber insgesamt ist jetzt sogar der Flughafen nicht mehr Lootspot Nummer 1. Das Hotel dagegen im Süden der Karte mit Raum 302, wo man die goldenen Diegel holen kann für seine Quest, da ist noch alles beim Alten, da haben wir unsere orangenen Boxen und wir haben diese 2 Spots für hochwertigen Loot und damit übernimmt Raum 302 Platz Nummer 1 der Lootspots. Also ganz klar wird hier Flughafen abgelöst von Hotel 302. Es gibt Preisänderungen bei den Alcatala-Fotos und den Alcatala-Diagrammen. Die waren vorher $2,500 wert, die wurden genervt und sind jetzt nur noch $1,500 wert. Auch wurde der Preis der Uhren genervt, die waren $800 wert, konnten schon gesteckt werden, sind mittlerweile nur noch $600 wert pro Uhr. Auch was die Bezahlungen für Aufträge angeht, die man auf der Map annehmen kann, wurden hier die Werte verändert. Und Loot wurde ebenfalls verändert, zum Beispiel das Safe Revive, der Rucksack, der Plattenträger und so weiter, die Killstreaks. Die Anzahl von diesen Dingen, die man findet, übrigens sowohl in der Buystation als auch in der freien Welt, wurde angepasst, verändert, teilweise gebufft, teilweise genervt. Was aber ausschließlich genervt wurde, ist die Anzahl von Zahnpasta und elektrischen Bauteilen in PCs. Die wurden runtergenommen, Gott sei Dank, die hat nämlich kein Mensch gebraucht. Es gibt eine neue Revive-Funktion und zwar ist das so, wenn man down geht, kann man auf dem PC jetzt F drücken, jedenfalls eine Hilfe anfragen nach dem Tod sozusagen, also nur wenn man genockt ist oder wenn man komplett tot ist, aber noch ein Teamkamerad am Leben oder knocked ist. Also solange sozusagen das ganze Team nicht komplett eliminiert ist, kann man eine Anfrage stellen und diese Anfrage sorgt dafür, dass das gegnerische Team, was euch gedownt hat, zu euch kommen kann und Erlaubnis bekommt, euch wiederzubeleben und in das Team aufzunehmen. Nachteil hier natürlich so ein bisschen für die Solospieler, weil wenn die einmal komplett eliminiert sind, dann können die gar nichts mehr machen. Das heißt, nur im Knock-Status können sie eine Anfrage stellen und das ging vorher auch schon. Das Advanced UAV wurde endlich angepasst. Das war immer sehr, sehr schwer zu unterscheiden, was Spieler sind und was KI ist. Das wurde jetzt angepasst. Man kann viel, viel besser sehen, was Spieler sind, weil die nämlich sozusagen ein bisschen getrennt voneinander auf der Karte dargestellt werden. Da sieht man sofort, okay, das sind Spieler, während der KI immer auf einem Haufen konzentriert dargestellt wird. Also hier auch eine sehr, sehr schöne Änderung, weil das Advanced UAV ist relativ selten und es soll ein starkes Device sein und war bisher nicht so schön zu gebrauchen. XP-Tokens können jetzt auch in DMZ aktiviert werden. Auch hier sieht man in der Übersicht, wie viele XP-Tokens momentan aktiv sind, sowohl Weapon-XP als auch Spieler-XP. Sehr, sehr geil, dass das in DMZ jetzt möglich ist. Und schließlich noch eine Veränderung in den Fraktionsmissionen in der Beschreibung. Also die Beschreibung, wir haben immer gesagt, die Übersetzungen sind fehlerhaft im Deutschen, dass es im Englischen besser ist. Das war aber teilweise gar nicht immer so. Auch die englischen Beschreibungen waren teilweise katastrophal und zwar einfach falsch. Zum Beispiel, dass man gewisse Dinge gleichzeitig halten muss. Dabei war es eigentlich so gemeint, dass man sie nur in einer Runde halten muss. Da gab es diese eine Mission, wo man eine gegnerische Waffe bekommen musste bei Spielereliminierung und die gegnerische Waffe extrahieren musste. Das hat nicht geklappt. Das ist jetzt gefixt. Also man kann jetzt gegnerische Waffen extrahieren und die Mission abschließen. Achtet dabei nur drauf, dass es eine Loadout-Waffe ist. Also wenn euer Gegner eine Kontrabandwaffe dabei hatte, dann zählt das nicht. Dass man Blendgranaten rausnehmen muss, dabei waren damit eigentlich Gasgranaten gemeint. Das war tatsächlich teilweise in den englischen Beschreibungen auch falsch und das wurde grundsätzlich angepasst. Also hier ist nochmal für sehr, sehr viel Klarheit gesorgt, dass wir endlich Missionen machen können und nicht denken, okay, das ist nicht machbar als Solospieler oder warum kann ich die Mission nicht erfüllen, wenn ich meine Blendgranaten rausschleppe.
Noch ein persönlicher Tipp von mir, aber zuerst mal vielen, vielen Dank nochmal an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal hier besonders unterstützen. Wenn ihr ein Like da lasst, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen. Genauso wie über ein kostenloses Abo. Vielen, vielen, vielen Dank für alles. Und jetzt mein persönlicher Tipp. Also Gebäude 21 ist noch nicht freigegeben, aber die Keys kann man schon farmen und horten. Gerade die Zugangskeys, aber auch die roten und blauen Schlüsselkarten. Denkt bitte dran, wenn ihr andere Schlüsselkarten gefunden habt, bitte schreibt mir das. Schickt mir ein Bild auf Discord oder hier in die Kommentare rein oder in die Community-Sektion. Ich wäre maximal interessiert, weil es diese Gerüchte gibt über die grüne und schwarze Karte, die auch noch keiner gesehen hat. Gerüchteküche brodelt, Beweise gibt es noch keine. Jedenfalls, momentan ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, Karten zu farmen. Ich mache ein separates Video darüber, wenn euch das interessiert. Ich werde es auf jeden Fall zeitig machen, weil momentan ist es so, dass noch nicht so viele Leute diese Schlüsselkarten farmen. Aber glaubt mir, sobald Gebäude 21 zugänglich ist, dann wird ein Ansturm losgehen auf diese Karten. Und es wird viel, viel schwerer sein, die zu farmen. Deswegen mein persönlicher Tipp, stellt vielleicht das eine oder andere zurück und sammelt erstmal so einen Grundstück an Karten, denn das wird euch noch sehr, sehr helfen, denn Gebäude 21 könnte jeden Moment freigegeben werden. In dem Sinne sage ich auf Wiedersehen, hasta luego, hasta la vista, bleibt gesund und sauber, bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.